Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer zweiten Nominierung für den heutigen Tag. Ich habe Ihnen am Anfang der Sendung schon gesagt, fantastisch, ein junger Mann, ein Fußballspieler, der sich hervorgetan hat letzte Woche durch einen spektakulären, ja, wie soll man sagen, Zweikampf. Ja? Und deswegen ist er heute nominiert für den Rat der Woche für seinen fantastischen Zweikampf im Spiel gegen Hannover 96, Ingo Walter. Herzlich willkommen, Ingo Walter. Moment, ich will es kurz machen. Ich weiß, du bist ein großer Fußballfan von Köln. Glückwunsch zum Aufstieg. Danke. Aber ich denke mal, bei euch hat es nicht ganz gereicht, oder? Es war knapp. Ja, nächster. Siebter Platz übrigens. Ja, kurz siebter Platz, Greuther Fürth. Aber ich muss sagen, ich spreche für Milliarden von deutschen Zuschauern. Ich glaube, du bist für alle die Nummer eins im deutschen Fernsehen. Oh, im Tor, danke. Oh. Ich war tatsächlich mal Torwart. Ja, wie konnte es? Es gibt ja. Wir haben dich angerufen, ob du zu uns in die Sendung kommst. Und das finde ich total cool, dass du direkt Ja gesagt hast. Weil du wolltest uns erklären, wie es dazu kam, dass man. Ja. Das ist die Hose. Genau. Ja. Und hast du keine Unterwäsche getragen? Dazu muss das man kennt sagen. Man ja sonst nur in Arbeitskleidung nur von Dolly Buster, dass sie keine Unterwäsche hat. Das sind die Besonderheiten, die, ja. Die Slips sind ja eingenäht und da bedarf es eigentlich nicht, noch einen Slip anzuziehen. Aber es gibt auch manche, die ziehen unter diesem Slip, also unter dieser Hose, noch einen ganz normalen Slip an. Du hattest aber keinen an. Das sind die gläubigen Menschen, ich bin nicht so. Du hattest also original. Du hattest original diese Hose an. Das ist original, die Hose ist nur gewaschen, also. Ja. Ist dein Gegenspieler, wer war das übrigens von Hannover? Bastian Reinhardt. Ist der bestraft worden vom Schiedsrichter? Ich hoffe aufs Gröbste. Ja, hast du irgendwas bekommen, gelbe Karte oder sowas? Nein, der Schiedsrichter hat es durchgehen lassen und einen Tag drüber gelacht. Ich kann da auch drüber lachen. Okay. Wie sieht's aus, nächstes Jahr Aufstieg aus der zweiten Liga? Ist das euer Ziel? Ja, ich denke schon und dann in Champions League. Das ist also. Weil Sponsoren habt ihr ja schon genug, ne? Ja, aber fehlt noch Stefan Raab hier. Ja, genau. Das ist der Spielvereinigung Greuther Fürth, ja? Das ist korrekt, ja. Was heißt eigentlich Greuther? Tja, Kreut, das ist. Also ist die Stadt, das ist ein Kreuter. Nein, das heißt Westenbergskreut und das Kreut haben sie als Abkürzung genommen. Führt. Ja. Ja. Ja, hier ist auch schon alles, kaum noch Platz für Sponsoring. Ja? Tja. Obwohl, du kriegst bestimmt im nächsten einen Sponsoring-Vertrag mit Deutschländerwürstchen. Wer weiß. Wie hast du das zur Kenntnis genommen? Hast du unsere Sendung gesehen letzten Montag? Ich muss dazu sagen, die Mannschaft hat schon drüber gelacht, als das im Fernsehen kam. Ich habe es selber nicht gesehen. Ja. Und sie haben mich darauf hingewiesen, dass das vielleicht bei Stefan Raab gesendet wird. Und ich habe Montag geschaut. Ja, nicht nur vielleicht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es mit Freude gesehen. Also ich habe es mit Freude gesehen. Bist schon ein bisschen eingebildet, oder? Das hast du mit Freude gesehen? Ich denke eher selbstbewusst. Ja, du bist selbstbewusst. Ja, also ich finde das großartig, dass du zu uns gekommen bist. Du hast, euer Hauptsponsor ist, wie ich hier sehe, die Noris Bank, aber euer Stadion, ja? Das Stadion, in dem ihr spielt, sagst du mal, wie das heißt? Playmobil-Stadion. Ja, das ist echt. Lauter kleine Bausteine. Ja, Playmobil ist auch ein Sponsor von euch? Oder weswegen heißt euer Stadion Playmobil-Stadion? Das gehört dem Besitzer. Vom Playmobil. Ach, dem gehört euer Stadion? Ja. Oder das Gelände vielmehr. Deswegen lässt er so kleine Männchen da spielen. Verstehe. Ja. Das war auch irgendwie in dem Deal mit drin, was du da. Ja. Aha. Also ich finde es sensationell, dass du gekommen bist. Dafür hast du was verdient. Und zwar Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein. Meine Damen und Herren, Ingo Walter. Vielen Dank.